Ein lang ersehnter Wunsch wird endlich wahr. Ein kleiner Hund zieht bei euch ein. Welpen sind so voller Energie und neugierig auf die Welt. Euer neues Familienmitglied wird Action und Freude in euer Leben bringen. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr in Sachen Hundeerziehung von Anfang an gut vorbereitet seid. Wenn das kleine Fellknäuel bei euch zu Hause ankommt, ist alles neu. Die Leute, die Gerüche, die Umgebung. Der Welpe wird seine Mama und die Geschwister vermissen, die bis gerade immer um ihn herum waren. Jetzt ist es verführerisch, ihm aus Mitgefühl erstmal alles durchgehen zu lassen. Doch tut das besser nicht. Die jungen Tiere sind unglaublich gelehrig und aufnahmefähig. Ihr könnt und solltet gleich am ersten Tag mit der Erziehung beginnen. Denn euer Welpe ist schon mitten in seiner Sozialisierungsphase, in der er das Zusammenleben mit euch lernt. Eure Regeln und den Umgang mit Menschen und Tieren. Es heißt also von Anfang an üben, üben, üben. Der Name eures Hundes ist ein zentraler Punkt in eurer Erziehung. Die Fellnase muss verstehen, dass sie gemeint ist und dass sie ihre Aufmerksamkeit auf euch richten soll. Habt ihr eigentlich gleich einen Namen gefunden oder musstet ihr lange überlegen? In unserem Video Top 5 Hundenamen könnt ihr mal nachschauen, ob eurer dazugehört. Auf unserem Kanal findet ihr auch noch viele weitere interessante Stories und wertvolle Tipps zu eurem neuen Hundeleben. Am besten gleich abonnieren und das Glöckchen klicken, damit ihr Neuigkeiten sofort mitbekommt. Euer Hund sollte bei jedem Training satt und ausgeschlafen sein und nicht zu leicht abgelenkt werden. Passt einen Moment ab, in dem der Welpe euch gerade nicht beachtet. Sprecht dann deutlich und fröhlich seinen Namen aus. Sobald er euch anschaut, gibt es eine Belohnung. Ein Leckerchen, eine Streicheleinheit oder ein kleines Spielchen. Und das macht ihr mehrmals täglich, aber nicht zu lange am Stück, vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und dann könnt ihr euch auch schon den kleinen Pippi-Malheurs zuwenden. Denn hierbei braucht euer Welpe eure Unterstützung. Am Anfang muss euer kleiner Welpe noch etwa alle 2 Stunden raus. Ja, das kann auch nachts sein. Jedenfalls immer sofort, wenn er aufwacht, auch wenn er nur ganz kurz geschlafen hat. Aber so richtige Gassi-Runden sind das natürlich noch gar nicht. Die fallen echt noch kurz aus. Schaut mal in unser Video Welpenstubenrein erziehen. Da erfahrt ihr alles rund um dieses Thema und bekommt gute Tipps, wie es am besten funktioniert. Das Wesentliche ist, viel loben, wenn es klappt, nicht schimpfen, wenn nicht und euren Welpen immer wieder raustragen, damit er sich erleichtern kann. Übrigens auch, wenn er gerade in die Wohnung gemacht hat. Nicht, dass sich das als bequeme Alternative einschleift. Bis zur Stubenreinheit kann es dauern, bis er 6 Monate alt ist. Apropos immer wieder, das gilt auch beim Lernen der ersten Kommandos. Auch die solltet ihr von Beginn an trainieren. Die Basiskommandos sind Aus, Sitz, Bleib, Hier und Halt. Sehr wichtig, vor allem in der Stadt an Straßenübergängen. Ihr könnt manche Wörter auch durch andere Begriffe ersetzen, wie Lass es statt Aus. Das Nein eignet sich aber nicht sehr gut, weil es einfach zu häufig genutzt wird. Das stumpft leider ab. Auch Hier ist viel stärker als zum Beispiel Komm, das ihr vielleicht öfter mal sagt. Ein Kommando muss also ganz klar zuzuordnen sein und nicht inflationär genutzt werden. Und ganz wichtig, löst jeden Befehl mit einem Okay auf, damit der Hund weiß, hab ich richtig gemacht, Auftrag abgeschlossen, kann weitergehen. Dann entscheidet nicht euer Hund, wie lange er an der Straße stehen bleibt, wenn ihr Halt gesagt habt, sondern ihr. Wenn ihr ein Kommando sagt, achtet auf eine feste Stimme. Bei Aus könnt ihr ruhig auch etwas tiefer sprechen und ein strenges Gesicht machen, da der Welpe auch eure Körperhaltung und Gesten wahrnimmt. Sobald die gewünschte Reaktion erfolgt, solltet ihr loben und freundlich schauen, und zwar innerhalb von 2 Sekunden. Mehr Zeit habt ihr nicht, sonst verbindet der Welpe nämlich die beiden Aktionen nicht miteinander. Aber überfordert den Kleinen nicht. Es soll für den Hund mit Freude verbunden sein, dann nimmt er die Kommandos viel besser auf. Die Trainingsrunden sollten auch immer mit einem Erfolg und einem Lob beendet werden, um den Welpen nicht zu frustrieren. Macht euch einfach vorher klar, ob euer Welpe hören wird, damit es auch zu diesem Erfolg kommt. Denn euer Welpe muss auf den Befehl hören. Also einmal ausgesprochen heißt Gehorsam einfordern. Sonst entscheidet er selbst, wann es ihm passt, auf euch zu hören. Und dran denken, immer mit einem Okay auflösen.
Besonders am Anfang könnt ihr sehr gut Zufälle für eure Erfolgserlebnisse nutzen. Läuft das tapsige Fellknäuel in eure Richtung, sagt hier und lobt den Hund sofort. Das geht auch, wenn er sich gerade hinsetzt. Probiert das auch für Situationen mit aus, bei denen der Gehorsam ja besonders wichtig ist. Legt der Kleine gerade etwas ab und öffnet den Kiefer, sagt aus und lobt ihn. Na, das läuft doch super. Und dann könnt ihr auch schon den nächsten großen Schritt wagen. Mit dem Trennungstraining startet ihr am besten auch ganz langsam. Denn vom Alleinsein sind Hunde als Rudeltiere nicht so begeistert. Da braucht es gute Erfahrungen und viel Training. Plant also auch hier Zeit und Geduld ein. Startet mit ganz kurzen Zeiträumen von ein paar Sekunden, die ihr aus dem Raum geht, und steigert euch minutenweise. Wie das am besten klappt, erfahrt ihr in unserem Video Welpen alleine lassen. Dann lernt euer Hund auch mal eine Zeit lang allein zu bleiben, ohne alles auseinanderzunehmen. Und euer Wiedersehen ist die reine Freude. Habt ihr bestimmte Erziehungstricks, die ihr mit uns und der Community teilen wollt? Oder geht ihr mit eurem Liebling in eine Welpenschule? Schreibt gerne eure besten Tipps für die Welpenerziehung in die Kommentare. Tschüss und bis bald!